Ihr Lieben, ich begrüße euch zu diesem Tutorial mit der Class 395 von der Strecke Southeastern High Speed hier auf dem Trainingscenter. Wir befinden uns gerade im Tutorial, im Ingame-Tutorial und gehen mal das Schritt für Schritt durch. So, was wir machen müssen, ist jetzt hier den Generalschlüssel auf Anstellen. Dann den Richtungswender in die Neutralstellung setzen. Das sehen wir hier, das N da. Sehr schön. Die Zugspitzensignale müssen eingeschaltet werden, um anderen mitzuteilen, dass dieser Zug betriebsbereit ist. So, das können wir hier vorne machen, indem wir das Ganze auf Tagfahrt stehen, erstellen. Also hier unten Tagersatz, nee. Signallichter, da Day Running. Sie werden den Zug in dieser Einführung über eine kurze Distanz fahren und den Fahrgastbetrieb durchführen. Genau. Öffnen Sie die Fahrgasttüren, um den Fahrgästen. So, Türen machen wir hier schließen Sie links die auf. Türen, bevor Sie abfahren. Und Tür schließen können wir dann hier machen und das können wir auf der anderen Seite hier für die rechte Seite machen. Also einmal Tür schließen. Der Richtungsschalter gibt die Fahrtrichtung vor. Jetzt in Vorwärtsfahrt. Bevor Sie Leistung aufschalten mit der Class 395, sollten Sie sicherstellen, dass auch Strom verfügbar ist. Genau. Das klingt gut. In der oberen linken Ecke des Hauptteils des Führerpults können Sie die Line Volt und die MCB-VCB-Anzeigen sehen. Das sehen wir hier. Wenn Line Volt aufleuchtet, bedeutet es, dass Strom vorhanden ist. Wenn es nicht aufleuchtet, drücken Sie den CTRL-Knopf, um die Stromabnehmer zu heben, wenn Sie unter der Oberleitung stehen, oder drücken Sie den Gleichstromknopf, um die Stromschienenschuhe auf die Stromschienen zu legen, wenn Sie Stromschienen sehen. Okay, wir haben jetzt beides tatsächlich hier. Wenn MCB-VCB aufleuchtet, bedeutet dies, dass der Leistungstrennschalter, auch Hauptschalter genannt, offen ist. Was bedeutet, dass dem Zug kein Strom zur Verfügung steht. Aber das ist nicht der Fall. Im Augenblick leuchtet Linevolt auf. Also können wir fortfahren. Genau. Der Zug ist jetzt bereit zur Abfahrt. Sehr schön. Fahren Sie eine Runde auf der Strecke, um sich mit den Steuerungen vertraut zu machen. Super gerne. Der Zug besitzt einen Kombihebel für Leistung und Bremse. Hier. Ziehen Sie den Hebel zu sich, um die Bremsen zu lösen und loszufahren. Da sehen wir die Fahrstufen 1, 2, 3 und 4. Jetzt habe ich auch noch AWS angemacht. So, können wir auch machen mit Steuerung Enter und bestätigt wird das Ganze mit der Leertaste. Und ja, dann gehen wir mal ein wenig Leistung. So, wir sollen 60 Meilen erreichen, Meilen pro Stunde. Wir haben auch gesehen, da die Stromschnur. Hier gibt es auch Funken. Jetzt sieht man es natürlich genau nicht. So, Leistungsstufe 4 ist die höchste. Also Monster in der Beschleunigung ist der Triebzug definitiv nicht. So, 60 Meilen pro Stunde haben wir gleich erreicht. Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird, um effizient. So. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, ziehen Sie die Bremse ein wenig an, indem Sie den Kombihebel in den Bremsbereich bewegen. Die British Rail Class 395 Javelin ist ein Hochgeschwindigkeits-Mehrsystem-Elektrotriebzug, der sowohl mit Stromschienen als auch mit Oberleitungsstrom betrieben werden kann.
29 Javelins wurden zwischen 2007 und 2009 in Japan von Hitachi gebaut für den Einsatz im inländischen Channel Tunnel Rail Link CTRL-Dienst. Mhm. Die Class 395 kann unter Oberleitungsstromnutzung eine Höchstgeschwindigkeit von 140 Meilen pro Stunde erreichen. Unter Nutzung der Stromschiene erreicht sie bis zu 100 Meilen pro Stunde. Okay, über einen Ort fahren, Hauptschleife Gleis 1, da sollen wir einfach nur dran vorbeischrammen. Bahnhof 1 an einem Ort anhalten, da müssen wir dann anhalten. Und ja, so viel zur Steuerung. Wir fahren natürlich bis zum Schluss dann auch vorbei. Desk Illumination, hier können wir jetzt noch die Instrumentenbeleuchtung und alles anmachen. Also beschleunigen ist halt wirklich unter der Stromschiene nicht ganz so. Aber ich finde es schön, wie das Ganze hier wackelt. Hört ihr das? Das macht das Ganze wirklich realistisch, finde ich. Das fehlt in einigen anderen Zügen sehr. Dieses Gefühl vom Rumgewackel. So, 1,1 Kilometer noch. Ich weiß nicht, wie die Bremseigenschaften sind, daher will ich jetzt nicht. Ich will es jetzt nicht, sagen wir mal. Sie nähern sich dem nächsten Bahnhof. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um den Zug zu einem sanften Halt zu bringen. Hier sehen wir, wie viel Prozent wir an. Ja, Bremskraft vermutlich gerade aufgeschaltet haben. Oh, oh. Na, das führt nichts. Vielleicht bis zum Ende des Bahnsteigs könnte es noch klappen. Ja doch, das funktioniert. Ach schön, ich liebe dieses Panorama hier. Ach, ich wünsche mir so sehr eine richtige Alpenstrecke im TSW. Irgendwas mit der ÖBB in Österreich. Ach, wäre das nicht schön. Ja, perfekt, oder? Gute Arbeit. Dieser Zug ist zu einem sicheren Halt gelangt. Sie können jetzt die Türfreigabe benutzen, um die Türen zu öffnen. Ja, gut, das war's vom Tutorial. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Alles Gute, alles Liebe.